Ich bin Amelie, Studentin, 24 Jahre alt und gehöre aktuell zur Risikogruppe. Risikogruppe heißt, ich bin aktuell gefährdet, würde ich das Virus bekommen. Und gefährdet heißt in dem Zusammenhang Lebensgefahr. Ich bin querschnittsgelähmt und kann deswegen nicht richtig abhusten. Das heißt, wenn sich meine Lunge mit Schleim füllt, fällt es mir unglaublich schwer, den loszuwerden. Ich habe aktuell auch eine leichte Erkältung. Und allein da merke ich es schon. Deswegen wäre es nicht so gut, das Virus zu bekommen. Ihr seht, Risikogruppe heißt nicht automatisch über 60. Ich bin jung, 24, sportlich und bin trotzdem bei der Risikogruppe dabei. Und genau um darauf aufmerksam zu machen, hat Jan Kampmann gemeinsam mit uns ein paar anderen mit Vorerkrankungen und Behinderungen eine Kampagne gestartet, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass eben nicht nur über 60-jährige Kettenraucher, was schlimm genug ist, betroffen sind und zur Risikogruppe gehören, sondern auch wir, jüngere, agile Personen, die aktuell Angst haben müssen, zu überleben. Ich muss das so hart sagen, weil so ist es. Das Virus könnte für viele von uns sehr große Gefahren bedeuten. Deswegen meine Bitte an euch, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Haltet die Hygienemaßnahmen ein und Hygienestandards und denkt nicht nur an euch, weil ja, vielleicht seid ihr nicht in der Risikogruppe und könntet so ein Virus locker überstehen, aber eure Mitmenschen vielleicht nicht. Denkt an die. Stay the fuck at home. Dankeschön.